Moin und willkommen zu Warhammer 40k Space Marine 2. Das ist sozusagen mein erster Eindruck. Ich war auch noch nicht in diesem Game drin. Okay, das kann ich gerade noch so erkennen. Das ist alles in Ordnung. Als wenn man spielen könnte, wenn man irgendwas nicht akzeptiert. Machen die Musik mal ein bisschen leiser. Hoch. Dann gucken wir mal, was bei uns kommt. Dann werden wir mal ein neues Spiel starten. Mit Alone. Ja. Mit. Engel des Todes. Wir gehen mal auf normal.
Auf Atmosphäreneintritt vorbereiten. Okay. Killteam-Anführer in Trupp, Vox-Track. Grafisch sieht das schon mal genial aus. Wiederhole, Killteam-Anführer in Trupp, Vox bestätigen. Killteam an, wir sind circa 20. Position abgestürzt. Habt ihr die Virusbombe? Verdammt! So, wo müssen wir denn lang? Bis zur Abkürzung! Kontakt zur Bruder! Okay. Nähere mich dem Orbitalwerfer! Sichere die Post! Angezeigt, wenn man Tab drückt. Felsfoss, Ulfa! Ich gehe jetzt zur Absturzstelle. Verstanden? Uiuiuiui. Ist Nachricht vom Kommandanten. Negativ. Kein Kontakt seit dem Absturz. Bin hier, verdammt. Kelstros, du hast das Kommando. Wie lauten deine Befehle? Wir gehen nach Plan vor. Die Virusbombe in die Stratosphäre schießen, detonieren und zuschauen, wie die Tyranniden abkratzen. Das wird ein freudiger Anblick. Der Transmitter ist defekt. Hier rausgucken? Nicht wirklich. Homaganten, hier wimmelt es von denen. Okay, Schaden reduziert die Rüstung. Die Rüstung holt sich nach kurzer Zeit oder Verzögerung. Aha. Okay. Schwere Angriffe. Ich habe mit diesen elenden Ganten ganz gut zu tun. Was Neues von Bruder Darius oder dem Kommandanten? Nichts. Jetzt gebührt die Ehre uns allein, Kelstros. Durchhalten, Brüder! Gibt es noch mehr davon? Okay. Sporen.
Weiter geht's. Und jetzt sollen die mich aufhalten. Da bin ich immer gespannt. Ich bin ja Profi darin, verschiedene Missionen zu nutzen. Das werde ich mit dir durchreißen muss. Geheimnisse, die man entdecken kann bei der Space Marines, ich weiß nicht mehr. Darius, Bruder, ich werde sie rächen. Dieser Border wird dir zu Ehren dröhnen, Darius. Das schwöre ich. Los, Ungeziefer! Es wird Wochen dauern, bis ich diesen Xenos geschmacklos bin. Na, so schießen, ja. Die Situation hier am Werfer wird immer kritischer. Hast du die Virusbombe gesichert? Nein. Jedes Mal, wenn ich einen Ganten zermalme, kommen 10 weitere. Wenn wir die Bombe nicht hochgehen lassen, wird die Tyranniden nichts aufhalten. Bin fast an der Absturzstelle. Sorg einfach dafür, dass der Werfer noch steht, wenn ich ankomme. Ich halte die Stellung, solange ich kann. Ja schon Schuppe, bevor ich das machen kann. Ich glaube, hier drüben war auch noch Munition, ne? Da kann man nicht runterspringen, das ist schon ein sehr einschränkendes Level-Design. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr schick, stimmungsvoll.
Wir haben keine Zeit mehr. Kill-Team, bin an der Absturzstelle. Witzig. Das ist mal Space Marine fast so groß ist wie ein Panzer. Mein Bruder, deine treue Ergebenheit ehrt das Imperium. Ulfa, kämpft los, wenn ihr mich hören könnt! Ich habe die Virusbombe. Bin auf dem Weg zum Orbitalwerfer. Fester kannst du nicht zubeißen, Xenos. Komm schon! Andres Schulter! Ulfa! Nein! Dein Tod wird nicht unbesiegt bleiben. Mal da. Die Tyranniden sind durchgebrochen. Ulfa, irgendjemand ist die Bombe auf dem Weg. Halte durch, Kämpfer. Wieder so knapp. Kelstros, alles klar? Ich habe die Bombe! Nicht lange, aber okay, wie lange?
Was bist du? Du hast deinem Imperator gut gedient, Bruder. Logaufzeichnung. An die imperiale Einheit, die dieses Log findet. Mein Kill-Team hat eine Bruchlandung hingelegt. Alle meine Brüder wurden von den Tyranniden getötet. Ich habe die Virusbombe. Bin auf dem Weg zum Orbitalwerfer. Zünde sie in der Stratosphäre, damit sie sich über die Tyranniden-Stellungen verteilt. Wechseln wir. Log-Eintrag. Das Virus ist unsere einzige Chance, die Tyranniden zu verlangsamen. Das Virus wird sich durch ihre Truppen verbreiten. Sie werden sich anpassen, aber es wird sie verlangsamen. Das Virus muss in die Stratosphäre geschossen werden. Nur das zählt. Überall Munition. Vorbei. Ja, wie gesagt, einmal die falsche Taste. So, was passiert denn jetzt? Also wir wieder hier. Los hier.
lassen. Ja, okay, damit tue ich mich noch ein bisschen schwer. Da muss ich mir nur mal überlegen, ob ich mal dann die Tasten vielleicht verändern kann. Also dieses C drücken, das ist ja mega ätzend. Schichtwechsel überfällig. Diese Verspätung wurde für die Nachprüfung markiert. Öffnet die Tore. Schichtzeiten zurückgesetzt. Du bist registriert als im Dienst. Führe die Arbeit des Omnisciers gemäß der göttlichen Synchronizität aus. Vorstellen, dass hier keiner mehr drin ist. Lade die Waffe. Überschreibungserlaubnis. Setze die Flugbahn auf Detonation in der Stratosphäre. Das Ritual der Sicherung muss durchgeführt werden. Bitte autorisierten Magos an der Befehlskonsole aufsuchen. G für Granate. Auch weit weg die Taste. Maschinengeist, wo ist die Befehlskonsole? Auf der Aussichtsplattform oben. Der diensthabende Magos antwortet nicht. Darf ich ihn mitnehmen? Na gut. Hole den Aufzug. Maschinengeist, wie ist der Status des Orbitalwerfers? Ruhezustand. Konsole seit 22 Stunden inaktiv. Dieses respektlose Verhalten dem Omnisciar gegenüber wurde aufgezeichnet. Aktiviere die Startsysteme. Das Ritual der Initialisierung muss durchgeführt werden. Bitte autorisierten Magos an der Befehlskonsole aufsuchen. Die Befehlskonsole befindet sich am Rand der Aussichtsplattform. Ein Magos wird sich in Kürze um sie kümmern. Unwahrscheinlich. Okay. Sicherung abgeschlossen.
eingeleitet. Mitarbeiter dürfen mit den Gebeten des Ladens beginnen. Beim Thron geht das nicht etwas schneller? Es sind seismische Störungen aufgetreten. Die Flugbahn wurde womöglich verändert. Es ist vollbracht. Und wo sind jetzt die ganzen Tyranniden? Ich nehme euch alle mit! Gibt gar keine Lebenspunkte. Ist das profan oder was? Ich werde nicht drohen, bis ihr tot seid! Werdet ihr Wunden tragen, die euch an mich erinnern werden. Ausrotten.
Virus soll euer Fleisch von den Knochen fressen. Wie heißen die denn noch? Serverbeitritt. Lobet den Imperator. Ein paar Wunden, würde ich sagen. Die Wunde war tödlich. Sie haben nur dank der Rubicon-Operation überlebt. Wir haben sie rundum erneuert. Sie sind jetzt ein Primaris. Warum? Lord Kalgar höchstpersönlich gab den Befehl. Ist er hier? Nein. Der Primarch hat ihn gerufen. Ich muss zurück zur Watch-Festung. Sie haben eine neue Aufgabe. Aber mein Platz ist in der Death Watch. Die Inquisition findet keinen Makel an Ihnen, Titus. Der Häresie beschuldigt. Haben Sie in der Death Watch gebüßt. Fast ein Jahrhundert lang. Ohne das geringste Zögern. Aber sie können erst erlöst werden, nachdem sie sich dem Urteil ihrer Brüder gestellt haben. Beweisen sie sich, und sie werden entsühnt. Was ist Leben? Meine Ehre ist mein Leben. Was ist Schicksal? Meine Pflicht ist mein Schicksal. Was ist Angst? Meine Angst ist zu versagen. Was ist der Lohn? Meine Erlösung ist mein Lohn. Was ist Ihr Handwerk? Mein Handwerk ist der Tod. Was ist Ihr Schwur? Mein Schwur ist die ewige Treue.
Durch die Rubicon-Operation sind sie nun ein primares Marine. Sie sind jetzt stärker, schneller und widerstandsfähiger. Sie werden ihren Platz als Ultramarine erneut einnehmen. Ihre Brüder werden von ihrem Dienst in der Death Watch wissen. Aber ihr unehrenhafter Status als Schwarzschild wurde aus den Archiven getilgt. Sollte er entdeckt werden, dürfte es Fragen geben. Lord Kalgar gibt ihnen eine zweite Chance. Vergeuden Sie sie nicht. So, das waren die ersten knapp 40 Minuten. Und die Kadianer mit seiner Verteidigung beauftragt. Winter etwas? Die Soldaten werden Wochen brauchen, um die ganzen Tyranninenfetzen zu beseitigen. Das ist schon schick, wirklich. Ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Cut. Und ja, wie immer frage ich euch, was haltet ihr von dem Spiel? Wie gesagt, optisch ist es toll, von den Sounds her, die Musik passt. Also es ist mal wieder ein sehr, sehr stimmiges Warhammer 40k-Spiel. Und also Warhammer-Spiele gibt es ja haufenweise. Aber nicht alle sind wirklich gut. Dieses hier hat, denke ich mal, wieder Potenzial, ein richtiger Kracher zu sein. Der erste Teil war halt auch schon super. Genau, nur mit der Steuerung habe ich aktuell noch Schwierigkeiten, aber das ist vielleicht auch Gewöhnungssache. Also gerade so Tasten wie C und G finde ich, also C geht ja noch einigermaßen, aber gerade wenn man nicht hinguckt, trotzdem irgendwie ein bisschen schwierig. Aber auch das G für die Granate, mal gucken, vielleicht ändere ich das noch, vielleicht versuche ich mich daran zu gewöhnen. Who knows? Genau, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Und vor allem auch, ob ihr mehr davon sehen möchtet. Also ich würde definitiv so oder so hier natürlich ein bisschen weitermachen. Die Story ein bisschen vorantreiben. Und was ich noch nicht geguckt habe, es gibt ja rein theoretisch auch einen Multiplayer-Modus. Ein Gefechtsmodus, glaube ich. Den würde ich mir gegebenenfalls auch nochmal anschauen. Wenn ihr auch darauf Lust habt, schreibt mir das gerne. Und ja, lasst gerne ein Like da oder auch ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und dann würde ich für heute erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.